Servus und willkommen zurück, liebe YouTube-Zuschauer. Ja, was ist mit der Wing passiert? Ich habe gestern mal Futter geholt gehabt und schon fertig sortiert. Zwei Kisten stehen da für die Pferde und die Esel für Freitag und Samstag. Zwei Eimer noch für die Hühner, ein Eimer für unsere Gänse. Die Kiste da, der kommt jetzt nicht mehr zu den Pferde. Unten drunter ist Biomüll. Ja, und die Hühner, wie man sieht, die picken da unten fleißig, die haben ihre zwei Eimer heute schon gekriegt. Denen habe ich auch gerade frisches Wasser nun in den Stall wieder ein bisschen sauber gemacht. Groß reine machen kommt dann Samstag. Ja, und jetzt würde ich sagen, laufen wir mal nun zu die Gänse, füttern wir die einmal. Und dann nehme ich euch jetzt einfach einmal mit. Ja, was kriegen die Gänse zu fressen? Ganz einfach. Ich habe ihnen in dem Eimer Salat zurecht gemacht. Kopfsalat. Die Außenblätter mögen es ganz gerne. Acker vorne dran, die kleine Daunenfein und der. Das ist der Gunnar, das ist die Acker und das, die Ende ist die Daunenfein. Ja, und wie man sieht, die warten schon. Der Dauni. Ja, und das war prima. Gastigen Mistviecher. Der Marscht. Wollt mich doch das Mistviech weisen. Bremen. Breme. Ja, die freuen sich. Grünfutter schmeckt denen gut. Die sind ja handzahm, die fressen ja aus der Hand. Sind meine Mutter ihre. Die Ente gehört meinem Bruder. Das ist eine Peking-Ente und das sind zwei, ja, eigentlich sind es mehr Pommern-Gänse. Sollten eigentlich Graugänse sein, aber vom ganzen Erscheinungsbild sind es eigentlich mehr Pommern-Gänse. Eine Graugans wäre ja bekanntermaßen ganz grau, sagt ja der Name schon. Aber das macht nichts, die zwei haben wir gern. Ja, schmeckt's. Ja, und wie man sieht, das klappt wunderbar. Zwei Gänse, eine Ente. Ja, die haben nachts dann hier in dem Blechhütle drin ihren Stall. Da wohnen die. Dann kann man Schieber runterlassen. Und früh, wenn mein Bruder immer auf die Arbeit geht, der lässt sie dann raus. Der macht quasi dann da den Schieber auf und vorne die Tür ein bisschen auf, dass durchlüften kann. Ja, und dann der erste Weg von denen immer runter und ins Wasser. Dann gehen sie baden. Ich meine, das Wasser schaut natürlich jetzt recht trüb aus, aber das ist durch das Wetter, das wir jetzt die letzten Wochen hatten, das ständige Trocken. Obwohl ich mich nicht beschweren darf, wir hatten am. Vorgestern war das. Lasst mich mal überlegen. Dienstag. Am Dienstag, an meinem ersten Arbeitstag, hatten wir Regen. Ja, mengentechnisch war es Wahnsinn. Es waren irgendwas um die 10 bis 12 Liter auf dem Quadratmeter. Ist jetzt nicht die Welt, aber ich meine, kann man ja ganz zufrieden sein. Wir hatten überhaupt einmal einen Regen, das ist doch auch schön. Wir haben uns richtig gefreut. Wie man sieht, dem Gras hier unten hat es richtig gut getan. Da kommen jetzt schon wieder kleine Helmchen hoch. Sieht man ja hier ein bisschen. Ich meine, klar, der überwiegende Teil ist trocken. Aber vielleicht rappelt es sich noch einmal. Ich meine, für einen zweiten Schnitt wird es wahrscheinlich bei mir nicht mehr reichen. Aber gut, wird man sehen. Irgendwie wird das schon. Gucken wir halt einfach einmal. 13 Rundballen kriege ich ja jetzt, sind gepresst. Die stehen ja noch bei dem, der sie quasi eingefahren hat. Und die kann ich dann haben, wenn ich halt den Platz dafür habe. Die sind schon für mich reserviert. Ja. Gut. Aber es ist immer schön, wenn man denen dann so Grünfutter zufüttern kann. Die Pferdekoppel, die muss wieder versetzt werden. Die soll dann demnächst da runter. Hier unten noch einmal rein, viel mehr wachsen wird da eh nicht.
Und ja, da oben, das war wahrscheinlich mit Balkenmäher wegmähen. So viel Zaun habe ich nicht mehr, es langt nicht bis ganz hoch. Man sieht schon, ich bin da oben rüber gegangen und bis dorthin hat es gereicht. Und das restliche Stück komme ich nicht nach. Kann ich aber zur Not mit dem Balkenmäher wegmähen und schmeiße ihn über den Zaun drüber. Muss jetzt bloß die Tage dann einmal noch versetzen. Ich habe die ganze Zeit auf den Regen eben gewartet, dass der Boden ein wenig weicher wird. Naja, weicher ist er nicht geworden. Die Pfählgänger genauso bescheiden aus und wieder in den Boden rein. Ist halt einfach so, müssen wir damit leben. Was soll's. Ja, dann hätte ich noch was ich euch zeigen kann. Und das seht ihr gleich. Ja, beim IHC haben wir ja gesagt, der kriegt neue Reifen. Und ja, die alten sind demontiert worden. Die Felgen hat mal vor den Sand strahlen lassen. Und ja, gestern hat er sie noch grundiert. So schaut das Ganze jetzt aus. Lemmers-Felgen. Der Hersteller. Die Stern vor die Grusen hat er rausgenommen. Das sind die Vorderradfelgen. Und das ist der Stern, der hinten reingehört. Ja, den könnten wir ja quasi auch rumdrehen, den könnten wir ja verkehrt rum auch machen. Wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und nimmt den so, wie er ist, und den da oben reinsetzen, dann rutscht die Felge sehr weit innen rein zum Schlepper. Dann wird er unheimlich schmal. Macht natürlich mit den Felgen keinen großen Sinn, weil die Reifen recht breit sind. Die würden am Kotflügel schleifen. Ja, und man kann das Ganze natürlich auch rumdrehen. Man könnte jetzt hergehen und könnte eine Breite machen von der Spur. Man könnte jetzt quasi den Stern nehmen und schraubt ihn jetzt von da unten rein. Dann steht die ganze Felge weiter raus. Dann geht er über die Kotflügel hinaus. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder eben, wie es original ist, der Stern wird rumgedreht. Kommt quasi so rum dann rein, nach unten zeigend. Das Reifenfüllventil oder Schlauchventil sitzt quasi auf der Innenseite von der Felge. Und dann hat man wieder die normale Spur, so wie es halt jetzt alle Jahre war. Ja, so kommen die natürlich auch wieder rein. Die Hinterreifen sind schon da, also es sind jetzt definitiv die Michelin gewonnen. Das hat, wie gesagt, die Versicherung so entschieden. Die haben das jetzt dann gesagt, die zahlen die. Und ja, ob wir die jetzt dann wirklich voll ausnutzen können oder nicht, lasse ich jetzt mal in den Raum gestellt. Wahrscheinlich eher nicht, aber gut, was man hat, hat man. Und wenn sie wieder eigentlich ein Jahr halten, wie jetzt die alten hinten drauf zum Beispiel, die waren ja noch vor Baujahr 84. Meine, so lange werden die neue wahrscheinlich nicht halten, aber wenn die auch wieder, meinetwegen 10, 12 Jahre oder was, ohne weiteres mitmachen, vielleicht länger, weil so viel fahren wir eigentlich nicht. Na gut, überwiegend halt Straße, dann ist alles prima, alles gut. Ja, heute hat, wie gesagt, mein Vater gesagt, hat er dann vor, wenn er heimkommt, dann wird quasi die Felgenaußenseite, quasi wo der Schlauch normalerweise läuft, beziehungsweise der Reifen sitzt, wird die dann lackiert und eventuell innen her. Und dann hat er gesagt, da muss er mal gucken, dass er die irgendwie auf Kanthölzer legt, dass man es auch schön hier herrollen kann und dass die Ränder da nicht abgeglatzt werden. Und dann wird quasi die restliche Felge lackiert. Ja, irgendwie so, in diesem Sinne. Farbton zum Lackieren ist RAL 1015, Hellelfenbein. Kommt drauf und dann ist gut. Hat er auch schon da stehen, ist auch diese Dural Midlack, wie beim Krame. Ja, was beim Sandstrahlen festgestellt worden ist, das haben die dann gleich gesagt, also auf diese Felgen war definitiv keine Grundierung drauf. Die sind einfach nur lackiert worden. Da ist mit Grundierung gespart worden. Ist aber beim Schlepper selber auch überall, wo halt der Lack ein bisschen abgerieben ist. Da ist überhaupt keine Grundierung drunter. Die sind wirklich nur mit Lack lackiert worden. Mit dem Decklack. Ja, und das hat man natürlich dann gesehen. Überall kommen so die Roststellen durch. Das würde dann auch erklären, warum zum Beispiel die Kotflügel hinten dran so leicht durchrosten. Eine kleine Beschädigung und drunter ist keine Grundierung, nichts. Da braucht der Stein bloß einmal hochfliegen oder du im Winter das Salz oder was frisst oben den Decklack zusammen und da bist du gleich auf dem Blech, ist ja ganz klar. Dann erklärt es natürlich, warum da alles so schnell rosten kann. Aber das habe ich beim KA15 und beim K15 innen auch festgestellt. Also da ist scheinbar auch mit Grundierung gespart worden. Die waren auch nicht grundiert. Du, wenn du den Lack runterradelst bzw. runterschleifst,
Von Grundierung siehst du da gar nichts. Da kommt unten drunter dann das nackerte Blech. Also ist da nicht so gearbeitet worden wie vielleicht heute, sondern das ist halt wirklich produziert worden. Und ja, gut ausschauen soll es im ersten Moment und funktional sein. Ob das jetzt dann das Blech langlebig ist oder nicht, da ist teilweise ist Wert drauf gelegt worden, ist grundiert worden, teilweise nicht. Ist halt wie es ist. Ja, na gut. So viel dazu. Die lackiert er dann heute weiter. Und dann habe ich noch ein kleines Update zum Kramen. Die Kotflügel habe ich ja beide runtergebaut gehabt. Und ja, jetzt war es so, ich habe angefangen, sie mit dem Druckluftnagel zu entrosten. Das hat soweit geklappt. Bloß der Lack, der drauf ist, ist ja wie so ein Kunststofflack. Der ist recht bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht nicht so schön runter. Sandstrahlen geht gut, aber mit dem Druckluftnagler teilweise plagt man sich schon unheimlich. Vor allem auf die Stehbleche vor die Kotflügel. Die Stehbleche vor die Kotflügel, das sind ja diese Bleche, die aufrecht stehen. Und das sind die Deckbleche oben bzw. die Sitzbleche. Ja, und die Stehbleche, wie gesagt, die lassen sich ganz bescheiden schleifen. Ja, und die Felgen, die hat er ja sandstrahlen lassen. Und hat sich da ein Angebot eingeholt und dann haben sie gesagt, je nachdem wie es runtergeht, der Lack, 150 Euro. Ja, ich habe die Kotflügel ja jetzt auf die Außen, also quasi auf die Seiten, die man sieht, die Sichtseiten, also da und da, so weit schon gehabt. Bloß die Seiten, wo die Kotflügel streben dann sitzen, die radzugewandte Seite, die war recht bescheiden zum Bearbeiten und nicht so schön. Und dann habe ich gestern seine gesagt, wenn ihr da noch einmal fragen könnt, was die verlangen täten, dann sollen die halt die Kotflügel zumindest diese Seite noch mit der Sandstrahle bearbeiten. Ginge zumindest für mich ein wenig schneller. Dann ginge da auch mal was voran, weil da stehst du wirklich eine halbe Stunde für einen kleinen Flecken, der dann vielleicht so groß ist. Also das ist nicht zielführend. Jetzt habe ich es nicht mal mitgegeben, der holt heute mal ein Angebot ein, die schauen sich die Kotflügel an und je nachdem dann lasse ich die gleich strahlen. Dann spare ich mir die restliche Arbeit. Ich meine, klar, ich stehe hier, Strom kostet mich im Endeffekt, ne? Die Sonne scheint draußen, die Solaranlage, die Photovoltaikanlage liefert uns den Strom. Und ich kann den Kompressor dauernd laufen lassen und immer wieder aufblasen und hier weiter rütteln. Aber wenn ich ehrlich bin, es ist halt doch ein Haufen Arbeitszeit, die da drauf geht. Ich habe es gestern 10, da kommst du um 2, Quatsch, um 4 bin ich gestern heimgekommen. Da kommst du um 4 von der Arbeit heim, fängst ja an, arbeitest 2 Stunden und hast dann gerade mal das Deckblech da oben drauf. Also nicht schön. Da denkst du dann auch, puh, ja, meine Zeit habe ich eigentlich für was anderes. Wo es dann für mich weniger problematisch ist, das ist wieder das Teil. Ich meine, sowas hier, das kannst du normal nicht sandstrahlen lassen, das ist zu riskant. Also mir zumindest. Ich meine, ich weiß, es gibt Leute, die machen sowas. Ich bin da nicht begeistert davon. Wenn du da irgendwo Sand reinkriegst, da innen sitzen teilweise Lager, braucht bloß ins Getriebe innen ein, braucht Sand, Kummer oder in die Leitungen oder sonst wo. Lager und Sand, das ist immer so eine Sache, was reibt, geht kaputt. Wozu sind Lager Öl geschmiert, ne? Und wie gesagt, ich muss da nicht unbedingt Sand drin haben, deswegen, das da wird definitiv mit dem Druckluftnagler bearbeitet. Das habe ich letztes Jahr beim anderen Kram auch gemacht. Ist zwar ein wenig aufwendiger, aber da weiß ich wenigstens, da kommt nichts in rein und sauber ist es danach auf alle Fälle. Aber die Kotflügel habe ich jetzt einfach mal aus der Hand gegeben. Vielleicht klappt es, mal schauen, wer hört oben davon. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, so viel dazu. Und dann noch ein kleines Update. Ja, wir haben überlegt, was wir für Reifen drauf machen auf den. Der hat die Größe 1024 AS. Jetzt war die Überlegung, entweder ich kaufe mir Reifen oder die haben wir nämlich vom Reifenhändler quasi wieder mitgekriegt. Die haben sie demontiert und uns wieder mitgegeben. Das sind die Vorderreifen vom IHC. 24er Felge sind die auch. Bloß die sind dann von der Breite quasi 12. Die sind, ich glaube, das wird in Zoll gerechnet, 10 Zoll breit und die sind 12 Zoll breit, also ein bisschen breiter.
Auf die Felge müssten sie theoretisch gehen. Die Felge hat nämlich einen Überstand. Also rein theoretisch geht ein größerer auch. Weil wie man hier sieht, da ist noch ein gewaltiger Überstand vorhanden. Der steht halt dann ein bisschen weiter raus, der Reifen. Und ja, das muss ich ja mal mit dem TÜV-Prüfer abklären, was der davon hält. Die Idee wäre natürlich gut. Die Reifen, die haben sie uns wieder mitgegeben, die haben sie sich angeschaut, haben sie gesagt, also eigentlich fehlt ihnen nichts weiter. Wir können sie einlagern und uns aufheben, sollen sie aber nicht wegschmeißen, das wäre ja Schmarrn. Die sind ja eigentlich auch erst ein Jahr alt, also man sieht es hier teilweise, na gut, das werdet ihr wahrscheinlich auf der Kamera jetzt dann oder im Video nicht sehen. Hier war eine Beschriftung für die Reifengröße drauf. Die ist teilweise natürlich schon ein bisschen runtergefahren. Ja, sieht man nicht mehr so toll. Aber da war die Beschriftung drauf. Und wenn man drüber greift, die ist auch noch vorhanden. Also die Reifen sind eigentlich noch neuwertig. Das hat uns der Versicherungsknilch da, beziehungsweise der Dekra-Prüfer, der das alles aufgenommen hat und sich angeschaut hat, auch gesagt. 95% hat er gerechnet. Ja, jetzt war die Überlegung, wenn wir die jetzt mitgekriegt haben und eh rumstehen, machst du auf dem IHC jemals wieder drauf? Fährst einen Platten, dann musst du eh alle zwei tauschen. Dann hast du den Michelin, dann tauschst du sowieso paarweise, dann hast du wieder einen rumstehen. Einlagern, wenn du tust, wenn sie bloß unnötig hat, braucht es auch nicht. Und jetzt hat gestern mein Vater die Idee geäußert, wir könnten doch eigentlich hergehen, das müssen wir mal mit dem TÜV-Prüfer erklären. Ob wir die Reifen da oder, eventuell draufkriegen, auf den Schlepper. Wie gesagt, machbar müsste es sein. Ist normalerweise kein Problem. Und ich bin der Meinung, warum sollte man es nicht versuchen? Wie gesagt, wenn der TÜV da nichts dagegen hat, die sind ein wenig größer, die füllen dann den Kotflügel ein bisschen mehr aus. Also Luft ist genug. Die Kotflügel, wie drauf waren, war bei denen Reifen noch so viel Luft oben hin. Also selbst mit denen Reifen da, wenn ich die jetzt reinstelle, die sind ein bisschen höher, aber die gehen auf alle Fälle da noch rein, gar kein Problem. Auch von der Breite vom Kotflügel ist es normalerweise überhaupt kein Problem. Ja, da kommen neue Schläuche rein, dann sollen die Reifen da drauf. Wie gesagt, das müssen wir noch abklären, da sollte ja mal kommen. Aber warum soll ich dann für teuer Geld neue kaufen, wenn ich welche stehen habe, die ich dann sowieso irgendwann wegschmeiße, weil ich sie nicht mehr brauche. Ein bisschen verwerten, was man hat, sage ich einmal. Ja, warum tausche ich die Reifen überhaupt? Das denke ich einmal, wird man sehen. Die haben sehr viele Risse drin. Der Schlepper war ja vor einem TÜV-Prüfer und der war letztens einmal da. Welche Autoreifen von meinem Bruder, die er eingetragen hat oder eintragen wollte. Ja, und da habe ich ihn gezeigt und gesagt, naja, also schön sind sie nicht mehr. Sagt er, ja, das ist gut, wenn du sagst, du machst neue drauf, weil die lässt er mir eh nicht mehr durch. Ist klar, ich meine, wenn Reifen so porös sind, fahr da damit auf der Straße rum und die brechen durch oder was, dann kommt dir der Schlauch entgegen, dann stehst du auf der Straße mit einem kaputten Reifen. Das nächste ist, die sind recht abgefahren, die liegen bei ca. 50%. Dann habe ich da auch wieder nicht so viel Traktion, wie ich haben möchte. Dann fällt mir einfach der Grip am Boden. Da habe ich gesagt, da spare ich nicht, da kommen schöne neue drauf. Und gut ist die Sache. Wie gesagt, wir probieren das jetzt einfach einmal. Wäre natürlich eine super Sache. Die Reifen drauf. Sind zwar modsmäßig breit, schaut vielleicht ein wenig urig aus auf dem Bulldog, aber ich finde es eigentlich nicht einmal so verkehrt. Wenn es mit den Kotflügel funktioniert und wenn es der TÜV zulässt, dann machen wir das. Die da, die fliegen auf jeden Fall in den Müll, die kommen weg. Und die vom K15 da, diese Schmalspurreifen oder Pflegebereifung, da habe ich mir schon überlegt, die werde ich aufheben. Die tue ich nicht weg, die verkaufe ich auch nicht. Die werde ich höchstwahrscheinlich nehmen, lagere die bei uns ein, weil mir ist nämlich eine gute Idee gekommen. Der Schlepper hier, der hat ja Hydraulik hinten dran. Der KL300 hat relativ breite Reifen, die sind ja einen Ticken breiter wie die. Müsste ich jetzt gucken, müsste ich lügen. Ich glaube, die waren 11,2 oder irgendwas von der Breite und die sind 10. Und die da, die sind ja von der Breite bloß 8 gewesen, denke ich. Schmäler auf jeden Fall. Und da habe ich mir jetzt schon überlegt, dann hebe ich mir die Pflegebereifung auf
Und gerade für solche Zwecke wie Kartoffelhäufeln kann ich mir hier auf den dann einfach die Pflegebereifung aufstecken. Vorne drauf, die Reifen sind ja eh Standard, das sind die schmalen, diese kleinen Reifen oder wie die laufen. Und hinten drauf dann die schmale Bereifung, komme ich viel schöner durch die Kartoffel rein durch. Man macht weniger Schaden und ich denke, das bietet sich doch ganz gut an. Warum soll man das nicht versuchen?
Na, ist das nicht noch ein schönes Gespann? Der kleine 28 PS Kramer vor einer großen Kippe. Ich finde, der schaut gut aus. Man sieht zwar nach hinten nicht viel, aber es reicht. Kippen muss ich jetzt Gott sei Dank nicht, weil einen Hydraulikanschluss habe ich nicht. Ich finde aber, es wirkt schon gut. Der kleine Schlepper vorne drin. Der geht voll unter. Wo ist er denn? Ja. Es funktioniert. Gut, lade ich mal schnell ab. Dann räumen wir auf und dann ist Feierabend. Die Arbeiten sind jetzt alle fertig. Mist verfahren, Heu und Stroh aufgefüllt. Viecher habe ich ja heute früh schon gemacht. Ja, Maschine alle aufgerammt, Auto aufgerammt. Jetzt geht es noch ans Hühner einspannen. Die weiß wieder nicht, wo der Stall ist, so wie es ausschaut. Bettzeit! Geht doch. Da haben wir alle. Schaut gut aus. Ja, was hatten sie heute früh? Gibt es noch ein Futter? Nochmal Licht. Auf! Los! Ja, was fütter ich denen? Dass ihr es auch mal gesehen habt. Weizen aus eigenem Anbau. Quasi biologisch angebauter Weizen. Warum biologisch? Kein Kunstdünger drauf. Und keine Spritzmittel. Das ist nicht einmal gebeizt gewesen, als es gesät worden ist.
So. Gut. Jetzt sind die auch fertig. Plopp. Ruhe ist. Bettzeit. Wer hat da eigentlich gesagt, ich soll das rausschneiden? So ein Schmarrn. Hör dazu. Ich genehmige mir jetzt noch ein paar eigene Weintrauben. Wir haben hier Weinreben am Stoddel. Die sind gut. Da wollte ich sowieso noch ein paar Ernten entsaften und heuer mal einen Wein ansetzen. Da komme ich noch dazu. Und Zwetschgen wollte ich auch vergären. Und eventuell einen Schnaps draus brennen. Nein, keine Anstiftung von Minderjährigen. Aber aus den eigenen Sachen kann man doch sowas machen. Ja, also. Ich würde jetzt sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Und ja. Lasst es euch gut gehen. Allen, die schönes Wetter wollen, schönes Wetter. Jeder, der sich jetzt noch Regen wünscht, Regen. Ein bisschen könnte ich noch gebrauchen. Aber immerhin, wir hatten was. Ja. Und dann würde ich sagen, bis Dienstag, 16.30 Uhr. Da sehen wir uns wieder. Da schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin. Servus.